Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist jetzt das Mitbringsel-Video aus unserem Südfrankreich-Urlaub. Jetzt auf die letzten Tage kam der liebe Micha, ihr kennt ihn, der Mann hinter der Kamera, und Daniel zu Besuch vorbei. Hi. Daniel ist Schauspieler, Regisseur, Produzent, Drehbuchautor, eigentlich alles. Daniel kann einfach alles. Aber was entscheidend ist, wenn Micha, Daniel und ich zusammen sind, dann machen wir A, nur Blödsinn und Quatsch, und B, werden wir total kreativ. Und Micha hat es sich nicht nehmen lassen, und ein paar Sketche zu schreiben. Die Sketche, die spielen wir euch jetzt einmal vor. Kann man das so sagen? Auf jeden Fall. Wir spielen die Sketche vor? Ja, wir spielen sie jetzt nach. Nee, wir spielen sie nach. Ich würde sagen, wir zeigen sie mal. Wir zeigen sie mal. Sind die scharf? Nein, die milden. Hast du dein Fläschchen schon ausgetrunken? Na, du bist ja ein schneller Trinker. Schau mal, willst du eine? Total gut. Hast du alles aufgegessen? Das ging aber fix. Willst du etwa noch eine? Ich mach dir mal ein neues Fläschchen, ne? Und wie läuft's bei deinen ganzen Dates auf Tinder? Ja, das ist aufregend. Nee, ich hatte auch 20 Dates, bis ich Daniel getroffen hatte. Ich habe auch hinterher noch 10 weitere Dates gehabt. Nö, ach, ich finde, Profilbilder müssen nicht gut aussehen bei Männern. Daniel hatte, glaube ich, von allen das allerhässlichste Profilbild. Ich meine, er sieht halt auch in echt nicht besonders gut aus. Ja, naja, man muss den Bildern nicht ganz so glauben, die man da sieht. Muskelbilder laden sie alle hoch. Jeder hat ein Sixpack-Bild online. Erinnerst du dich an das Bild von Daniel mit dem Sixpack? Dabei wissen wir beide, erst an einem Sixpack noch in seinem Leben noch nicht vorbeigelaufen. Genau. Ja. Ach, ich weiß nicht, intelligente Männer. Glaube ich nicht, dass man die auf Tinder findet. Daniel ist auch nicht der Hellste. Nee, aber es macht doch nichts. Warte mal kurz. Daniel, hast du vorhin den Kleinen gewickelt, als ich dir gesagt habe, dass er groß gemacht hat? Aha, riecht man. Warte. So, da bin ich wieder. Bist du schwanger? Ja. Nein, ich meinte ihn. Mir geht's total super. Ich meine, der Kleine strampelt ganz schön. Aber ist überhaupt kein Problem. Ich war heute Morgen schon joggen. Also, war wunderbar. Das einzige Sache ist, ich weiß nicht, ob ich es nachher zum Yoga schaffe. Ich habe noch ein kleines bisschen Hausarbeit zu tun.
Du weißt ja, die macht sich nicht von alleine, ne? So ein Mist. Ich muss Schluss machen, mein Schatz, komm nach Hause. Hi. Entschuldige, Schatz, dass ich so spät bin. Ich hatte eine Reifenpanne und musste dann laufen und es regnet ja. Was ist denn los? Was ist los? Es ist nur eine frühe Wehe, es ist kein Problem. So, soll ich den Arzt rufen? Nein, kein Arzt, aber du könntest ein bisschen die Hausarbeit machen. Die Hausarbeit, ja. Das schaffe ich jetzt nämlich nicht. Okay. Die Kissen müssen da hoch, die Ordner dahin. Hier. Ja, genau, richtig. Und einmal durchsaugen. Staubsauger an. Da geht's an. Genau. So? Geht's ihm gut, den Kleinen? Willst du vielleicht was essen? Oh ja, gerne. Was möchtest du denn essen? Ich hol was. Guck mal, möchtest du auch was trinken? Ja, ein Glas Milch wäre toll. Okay. Wir haben auch gar keine Milch. Dann fahr doch zur Tanke, ist doch kein Problem. Okay. Ich gehe schnell zur Tanke. Süße? Du, ich glaube, ich schaff's nachher doch zum Yoga. Hi! Hey! Na? Na? Wie geht's dir? Gut. Bist du schwanger? Nee. Sehe ich so aus? Willst du sagen, dass ich dick bin? Sehe ich schwanger aus? Nein, ich meinte hast du ein Problem? Ich meinte ihn. Ach so. Läuft schon? Ja. Ach so. Ihr Lieben, ich hoffe, die Sketche haben euch ein kleines bisschen Spaß gemacht. Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß beim Drehen. Ganz wichtig zu wissen an dieser Stelle, alle Rollenmodelle sind frei erfunden. Diese Dialoge hat es in echt nicht gegeben. What? Daniel ist nicht mein Mann. Wie jetzt? Hallo? Ja, also wir hatten sehr viel Spaß und wir freuen uns jetzt ganz doll über einen Daumen hoch und über eure Kommentare unter dem Video. Ciao, tschüss. Alles muss man selber machen, oder was?